nämlich Tomatensuppe. That'll come in handy. Super. Sieht man mal wieder, meine Englischkenntnisse sind mega schlecht. Aber gut. Ist ja auch nicht so wichtig. Wir müssen ja schließlich hier überleben, nicht irgendwie perfekt Englisch können für dieses Spiel. Da ist nichts. Ein Buch. Eventually a source of knowledge. For now something to burn when you're freezing. Ja gut, dann nehmen wir es doch einfach mal mit. Mit Jeans. Wir kriegen übrigens wahrscheinlich mit der Zeit noch, noch bessere Hosen und so. Plus 0,4. 0,3, 0,6. Also wir haben eine bessere an. Und diese Sortierung hier, das ist... Ist mir ein bisschen fremd momentan noch. Aber ich denke, das kommt auch mit der Zeit. Das Problem ist halt wirklich schon mal ganz kurz, wie viel Essen haben wir denn eigentlich? Wow. 550 Kalorien Essen haben wir. Wir haben ganz wenig Holz, aber wirklich nur ganz wenig. Aber ganz ehrlich, bei dem Wetter kann ich doch nicht vor die Türe gehen. Wie viel Holz haben wir denn eigentlich? Hier viermal. Vier Holz. Ein Tinderblock, eine Zeitungsrolle. Da kann man doch Tinderblöcke harvesten. Das mache ich doch einfach mal. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, gehen wir einfach raus, weil eigentlich müssen wir es ja. Wir müssen zu den Häusern auf dem See, aber bei dem Schneesturm, ich weiß nicht. Zwar, es ist nicht so schlimm. Also der Schneesturm könnte schlimmer sein. Wir laufen jetzt einfach über den See da. Mystery Lake. So heißt übrigens auch diese Karte hier. Und da hinten finden wir halt noch mehr von diesen Häusern. Und da können wir auch noch mehr Sachen finden. Und das ist ganz wichtig. Weil sonst überleben wir nicht lange. Ja. Also der Start verläuft schon mal nicht so gut. Ich hoffe, es wird noch besser. Und ich hoffe, dass das Gewehr an diesem Ort ist, an dem es meistens ist, wo wir dann auch noch hingehen werden, sobald wir ein bisschen mehr Equip haben. Ein Haken zum Angeln, oder wie? Auch schön, aber bringt uns momentan nicht so viel. Ja, gut. Ups. Wieder aus der Hocke rausgehen. Die brauchen wir nicht. Und dann würde ich mal sagen, laufen wir mal zu diesem. Da hinten ist wieder ein Wolf. Da. Aber der sieht uns nicht. Ich hoffe es mal. Oh. Ein bisschen Essen. Wolf, du siehst mich nicht. Dann durchsuchen wir wieder alles. Und da war nichts mehr. Dann würde ich mal sagen, wir gehen zu diesen Häusern da hinten. Da ist momentan kein Wolf. Eieiei. Wir sind jetzt auch schon in der zweiten Folge. Und wir haben immer noch nicht so gute Sachen. Was heißt nicht so gute Sachen? Eigentlich sehr schlechte Sachen für den ersten Tag. Ich hoffe, das wird noch besser. Lake Cabins.
hoffe wirklich, das wird noch besser. Kann ich da nicht rein? Ich will hier rein. Na gut, dann halt nicht. Mann, ich möchte hier in die Häuser rein. So, jetzt. Meine Güte. Okay, was haben wir hier? Da ist schon mal nichts. Hier auch nicht. Da ist eine Zeitung. Der Container ist empty, also leer. Hier haben wir nochmals ein bisschen Holz. Das wird aber dann mit der Zeit auch relativ schwer sein. Und das war's hier schon, oder wie? Ja, das war's schon. Ja gut, dann gehen wir hier wieder raus. Der Schneesturm ist schlimmer geworden. Gehen hier sofort wieder rein. Rucksack ist gar nichts. Das könnt ihr mir doch nicht antun. Ganz ehrlich, ich finde hier wirklich überhaupt nichts. Auch an Essen, nichts. Das ist nicht normal. Ganz ehrlich, jetzt bei dem Wetter kann ich nicht mal rausgehen. Was haben wir? Wir haben 11 Uhr. Und es ist schon ein bisschen kalt. Was können wir da machen? Wir haben 7-mal Reclaimed Wood. Da könnten wir natürlich ein Feuer machen. Oder wir könnten ein bisschen schlafen. Ich mach das mal. Ich schlaf mal 2 Stunden. Dann speichere ich. Und ich hoffe, dass das Wetter dann vorbei ist. Leider nein. Cold geht ein bisschen zurück. Ja gut, dann muss ich halt nochmals 2 Stunden. Ich hoffe, nachher ist das Wetter wirklich besser, weil sonst weiß ich nicht, was ich noch machen muss. Also soll. Muss ist ja das falsche Wort. Aber ich glaube, das Wetter ist nicht besser, oder? Doch, ein bisschen. Aber wirklich gut ist übertrieben. Dann laufe ich mal zu den anderen Häusern. Und hoffe, ich finde da noch etwas. Ich hoffe es doch so sehr. Lake Cabins, ja. Gehen wir ins Haus rein. Da haben wir wieder so einen Rucksack, der wieder leer ist. Okay. Also, komisch. Aber gut. Was hat man im Rucksack, wenn der leer ist? Mehr ist hier auch wieder nicht. Ich habe das Gefühl, man findet weniger Sachen als früher in den einzelnen Häusern. Kann mich natürlich täuschen, aber das habe ich wirklich stark das Gefühl, weil so schlimm war es noch nie. Also der Nahrungsmangel war noch nie so schlimm in diesem Spiel früher. Und jetzt ist er halt doch einiges schlimmer geworden. Das heißt auch, dass das Überleben schwieriger ist, wenn man nicht mehr so viele Sachen einfach kriegt. Kann ich da auch wieder nicht rein? Nein, kann ich nicht. Na schön, da gehe ich halt da nicht rein.
Jetzt weiß ich gar nicht, welche von diesen grünen Häuschen haben wir denn schon durchsucht. Ich glaube, das hier noch nicht, oder? Das haben wir da hinten ganz sicher. Aber das hier glaube ich noch nicht. Und das hinter dem Hügel da auch. Dann gehe ich mal hier hin. Okay, ein bisschen Holz. Was? Riffle Round? Okay. Man soll ja auch irgendwie angeln können, weiß ich. Oh ja. Das ist Munition. Für das Gewehr. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn wir dann das Gewehr holen. Wird's dunkel? Ich habe das Gefühl, dass der Himmel so ein bisschen... Was haben wir denn für Zeit? 16 Uhr, ganz ehrlich, da wird es auch noch nicht dunkel. Gut, ich weiß die Jahreszeit nicht. Im Winter wird es natürlich früher dunkel. Aber ich hoffe mal, dass wir trotzdem noch... Ja, einiges jetzt machen können eigentlich. Dass wir auch wieder zurück zu unserem Haupthaus können. Also das erste Haus, was wir da... genommen haben, das ist immer so ein bisschen mein Haupthaus, weil es so zentral gelegen ist. Da ist noch etwas. Wieder ein Rucksack, wieder leer, wieder den Real Sprint Roll neben dem Sessel. Ich finde das gleicht an anderen Häusern an. Ja gut, dann holen wir uns doch einfach auch noch diese Hütte da.